Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zur Spielvorstellung und zum Review von Pandemic Legacy Season 1. Ja, was ist es eigentlich? Ist es eine Pandemie? Ist es ein Abenteuer, Geschichten, Erlebnis, Spiel oder was versteckt sich dahinter? Ja, im Kern ist es immer noch das Pandemie von Matt Leacock, aber ein pfiffiger Spieledesigner namens Rob Daviau hat sich gedacht, warum nicht nach Risk Legacy, ein Pandemic Legacy. Und so hat er Pandemie in ein neues Zeitalter katapultiert. Er hat dem wieder Leben eingehaucht. Ich persönlich mag Pandemie überhaupt nicht. Ich kann dem Spiel so in der Form nichts abgewinnen. Mir ist es einfach zu stumpfsinnig, zu langweilig und ist zu glückslastig. Während Pandemic Legacy vieles, vieles besser macht und vieles anders macht. Ja, ihr seht, ich habe hier zwei Schachteln stehen. Zwei Schachteln deswegen, ich spiele es bereits in der zweiten Gruppe. Ich habe 2016 im Januar mit Gruppe 1 angefangen. Da sind wir jetzt dieses Frühjahr fertig geworden. Es war einfach schwer, Termine zu finden, weil wir doch recht weit auseinander wohnen. Und mit der zweiten Gruppe habe ich dieses Frühjahr bereits angefangen, als ich mit der anderen Gruppe noch in den letzten Zügen war und November- und Dezember-Partie noch ausstanden. Ja, mit Gruppe 1 habe ich 17 Partien gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Mit Gruppe 2 sind wir jetzt beim Juni erfolgreich gewesen. Die nächste Partie wird die Juli-Partie. Ja, ich rede hier von Januar, Februar und Monaten und wir sind im August. Und ich rede von Juli und Juni-Partie. Das Spiel ist zur Erklärung, alle diejenigen, die es nicht kennen, es ist so aufgebaut, man spielt quasi ein ganzes Jahr, Januar bis Dezember. Gewinnt man eine Partie, geht man in den nächsten Monat, verliert man die Partie, hat man eine zweite Chance, verliert man die halt auch, geht man trotzdem in den nächsten Monat. Dadurch kommt es zustande, dass man 12 bis 24 Partien spielt und da liegen wir eigentlich mit den 17 Partien noch ziemlich gut im Ranking, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wir hatten viel Spaß, wir haben viel Zeit investiert auch in das Spiel. Und wenn ich überlege, dass dieses Spiel dann tatsächlich in einem guten Jahr 17 Mal auf dem Tisch war, jedes Mal mit circa einer Spieldauer von 60 bis 90 Minuten, da kommen wir direkt zu einer Frage, die sich eigentlich aufdrängt und die ich jetzt auch schon mehrfach gehört und gelesen habe. Macht es Sinn, so viel Geld in ein Spiel zu investieren, was man einmal spielt und dann zerstört? Klares Ja, es lohnt sich an dieser Stelle von mir. Warum? Erstens, ihr habt zwar eine feste Gruppe, aber welches eurer Spiele, geht mal so im Kopf, in Gedanken durch, habt ihr im letzten Jahr tatsächlich 17 Mal aus dem Regal gezogen? Was habt ihr 17 Mal gespielt? Das sind häufig kleinere Spiele, Spiele, die unter 60 Minuten dauern, die unter 30 Minuten dauern, diese schönen Filler-Absager oder wie auch immer. Das sind Spiele, die kommen bei uns auch regelmäßig auf den Tisch und viel auf den Tisch. Aber Pandemic Legacy gehört zu meinen Top 5 Spielen des letzten Jahres, die ich wirklich so häufig gespielt habe wie kein anderes. Also kein anderes Spiel, Kategorie, ich sage jetzt mal Dauer 60 Minuten plus. Ganz einfach, wenn man dieses Spiel hat, wenn man angefangen hat, man möchte wissen, wie entwickelt sich es weiter, was passiert, schafft man es, kommt es zu vielen Ausbrüchen, zerstört man vielleicht sogar Städte. Ich spoilere an dieser Stelle nicht, wenn ich sage, die Panikstufe in den Städten erhöht sich. Das ist alles, was man auf dem Anfang von den Aufklebern schon sieht. Aber wir entwickeln unseren Charakter, wir haben Fähigkeiten, Beziehungen mit anderen Charakteren. Wenn es unsere Stadt zum Ausbruch kommt, dann erleiden wir Narben. Irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen in den Charakter reinversetzt. Gerade in Gruppe 1, wir haben den Logistiker durchgehend durchgespielt. Das war unser wichtigster Mann. In Gruppe 2 spiele ich selbst den Logistiker. Super, klasse, dieses Positioning, dieses ich bringe die Gruppe wieder so hin, wie es sein soll, wie jeder den möglichst großen Nutzen dabei hat. Und es kann wirklich passieren, dass man super dasteht. Wir hatten jetzt das Erlebnis, dass wir kurz vor Erfüllung der dritten Siegbedingung waren für den Monat Juni und dann haben wir plötzlich krachend verloren, weil es zu einem Ausbruch kam und dann ging es gerade so in Afrika und Südamerika weiter und es hat sich sofort gepflanzt und überall kam es zu Ausbrüchen und wir hatten keine Chance mehr. Und genauso haben wir dann die zweite Juni-Partie mit
souverän, wirklich ganz, ganz, ganz souverän gewonnen. Also wir hatten in der zweiten Gruppe bislang noch nicht mehr als zwei Subventionen. Hingegen in der ersten Gruppe durften wir das Paket aufmachen für 4 in Folge verlorene Partien tatsächlich. Aber da haben wir uns echt blöd angestellt und haben gesagt, okay, jetzt testen wir auch die anderen Charaktere aus. Wir haben schon 3-mal verloren. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall können wir das Päckchen aufmachen. Ja, das Spiel als solches, es verbraucht sich natürlich. Man kann am Schluss immer noch ein normales Pandemie daraus machen und damit spielen. Ich selbst mag Pandemie nicht, habe es ja schon gesagt. Mir ist es irgendwo zu stupide und zu eindimensional, auch wenn der Mechanismus als solchen finde ich toll. Der gefällt mir auch echt gut, aber der gefällt mir in anderen Spielen, wie zum Beispiel Defenders of the Realm, gut, ein Spiel, was es nicht auf Deutsch gibt, gefällt es mir besser. Das arbeitet auch mit dem Pandemie-Mechanismus, aber hat den Ganzen noch ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen mehr Pep, da macht es einfach mehr Spaß. Aber zurück zu Pandemic Legacy. Für wen ist dieses Spiel geeignet? Ganz einfach, für Gruppen oder feste Gruppen, die sagen, ich möchte was Regelmäßiges. Ich möchte regelmäßig einmal im Monat spielen und ich habe meine Freude an sowas, an einem Spiel, was sich verändert, wo ein bisschen Drive drin ist. Pandemic Legacy war meines Erachtens nicht unverdient nominiert 2016 zum Kennerspiel. Es erfordert einen gewissen Weitblick, es erfordert ein gewisses Verständnis auch in der Tiefe, aber es ist irgendwie nicht das typische Kennerspiel, deswegen hat es dann auch Isle of Skye gemacht, aber an sich gefällt mir Pandemic Legacy von allem sehr gut. Es ist schönes Material, es ist schön illustriert, es ist stimmig, es entsteht so eine richtige Atmosphäre, man fühlt sich da ein, es ist eine nicht gerade leichte Box. Die Box ist voll, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gerechtfertigt. Wie gesagt, macht euch mal Gedanken, was ihr so in den letzten Monaten gespielt habt und welches Spiel tatsächlich häufiger auf dem Tisch war. Und das sind dann häufig auch Spiele, die in der gleichen Preisklasse rangieren. Also insofern finde ich, Pandemie ist da vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt ein gutes Spiel. Und ich habe für mich auch ein bisschen versucht herauszufinden, kann man das Spiel zweimal spielen? Ändert sich viel zwischen den Partien? Gibt es viel Varianz oder ist die Varianz doch eher etwas mau? Ich kann die Frage eigentlich aus meiner Sicht ganz klar beantworten. Es ist Varianz da, man kann es auch ohne Probleme zweimal spielen, aber man sollte dabei immer an den Rest der Gruppe denken. Warum? Wenn ich als Einziger am Tisch das Spiel schon mal gespielt habe, ich sage, Achtung Leute, passt auf, wir müssen da jetzt das so und so machen und das so und so und wir bauen das jetzt nicht, weil das hat vielleicht nachher negative Konsequenzen oder wie auch immer. Ihr merkt, ich rede hier extrem vage. Oder lasst uns das so und so machen. Dann kann es passieren, dass man damit zu viel Infos der Gruppe gibt, dass die Gruppe in diesem Punkt einfach gespoilert ist. Ihr wollt das Spielerlebnis alle haben. Also, wenn ihr es zweimal spielt, haltet euch zurück. Seid gruppendienlich unterwegs. Sagt nichts, lasst die Gruppe entscheiden. Ihr spielt für die Gruppe. Nicht für euch, sondern für die Gruppe. Und was die Varianz betrifft, ja, ich habe ganz klar feststellen müssen, die Varianz ist da, aber auch hier ein klares Jein oder ein klares Aber dazu. Klar gibt es Varianz, aber irgendwann kommt ein, ich sage jetzt nicht zu welchem Zeitpunkt, es kommt ein gewisses Event und da stellt sich halt heraus, dass eine Krankheit doch etwas hartknäckiger ist, sage ich jetzt mal. Und es sind bei uns jedes Mal die gleichen Krankheiten gewesen. Es war jedes Mal gelb. Fand ich schade, ich hätte tatsächlich gerne das erlebt, dass es auf Schwarz, Rot oder Blau geht in der zweiten Partie, aber ich habe das jetzt nicht als so schlimm empfunden. Lustigerweise, wir haben in beiden Fällen eine Stadt verloren. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, es handelt sich beide Male um Madrid. Meine Mitspieler wissen Bescheid, was ich meine damit. Und jeder, der es gespielt hat, kann sich es vermutlich auch denken. Ansonsten, es macht wirklich Spaß. Die 60 Minuten, die draufstehen, sind nicht unbedingt immer einzuhalten. Ich finde die Gruppengröße zu viert eigentlich ideal. Also guckt, dass wenn ihr es spielt, dass ihr es zu viert spielt, dann habt ihr auch das meiste, was euch das Spiel gibt. Das Alter ab 14, ich denke, es hängt eigentlich von der Gruppenzusammenstellung ab. Wenn da jetzt ein 12-Jähriger mitspielen möchte, dann sollte das auch kein Problem sein.
Also an sich dieses Spiel eine klare Empfehlung. Und ich persönlich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Season 2. Warum bin ich da gespannt drauf? Ja, ich bin gespannt drauf, wie schaut es aus mechanismustechnisch. Bleibt der Pandemie-Mechanismus erhalten, wird es komplett geändert. Es gibt wenige Infos, es gibt nur vage Bilder vom Spielplan, auch ein Bild von der GenCon ist mir untergekommen, wo man auch nur so ein bisschen was vom Basisspielplan sieht. Man sieht Bilder von der Schachtel von vorne. Das sieht alles vielversprechend aus, aber ich bin einfach für mich gespannt, wie in welcher Form tatsächlich Pandemie da weitergeführt wird. Und werde mir das auch definitiv auf der Spielemesse in dieses Jahr in Essen angucken. Ich werde da einen Blick drauf werfen, gucken, wie schaut es aus. Und dann mit meiner Gruppe natürlich zusammen beschließen, spielen wir es weiter oder spielen wir es nicht weiter, belassen wir es bei Season 1. Einfach so die Neugierde auch, wie schaut es aus, was kommt da tatsächlich noch an Neuerungen, was kann man reinpacken. Vielleicht werde ich auch vorher ein Review dazu angucken, von anderen, die es vielleicht vor mir spielen. Mal gucken, wie abenteuerlustig ich da bin und ob ich mich da gleich reinstürze. An sich freue ich mich da schon echt sehr drauf. Aber warum bin ich so ein bisschen verhalten? Rob Daviau hat letztes Jahr Seafall veröffentlicht. Es war auf das Spiel in Essen erhältlich. Ich stand davor. Ich habe mit meiner Spielgruppe zusammen überlegt, kaufen oder nicht kaufen. Ich habe Gespräche mit anderen Brettspielrezensenten, mit befreundeten Blogs geführt. Und die haben auch gesagt, wir sind dabei. Die englische Version haben wir schon von der GenCon. Wartet mal noch ab. An dieser Stelle herzliche Grüße an alle, die gesagt haben, wartet mal noch ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel nämlich nicht so der Knüller war. Und deswegen bin ich jetzt natürlich ein bisschen verhalten, was Season 2 betrifft. Als ich angefangen habe, Pandemic Legacy Season 1 zu spielen, war ich eigentlich schon so Feuer und Flamme nach den ersten 3 Monaten, dass ich gesagt habe, Season 2 muss sein. Einfach auch unter dem Hintergedanken, wenn man Pandemie nicht mag und plötzlich kommt ein Spiel, das nimmt den Mechanismus, das fügt zusätzliche Möglichkeiten hinzu, das gibt dem Ganzen ein bisschen Story und plötzlich wird aus einem Spiel, was ich nicht leiden kann, ein Spiel, was ich super finde, was ich wirklich, wirklich toll finde, was mir einfach unheimlich viel Spaß bringt. Und allein schon deswegen hätte es Pandemic Legacy verdient, dass mit Season 2 ein würdiger Nachfolger herauskommt. Einfach weil so viel Liebe zum Detail, verschiedene Charaktere, die wir freischalten, Events, die eintreten. Es ist so viel, was da drin passiert, die Hintergrundstory, die sich quasi von vorne bis hinten durchzieht. Also es macht wirklich Spaß, das Spiel zu spielen. Und wenn ihr eine Gruppe habt, scheut euch nicht und bringt es der Gruppe mal vor, wenn ihr das Bedürfnis habt, ihr wollt es spielen. Und wenn ihr Fragen zum Spiel habt, konkrete Fragen, scheut euch auch nicht, schreibt es in die Kommentare. Ich werde natürlich drauf eingehen, ist gar kein Thema, weil nach 26 Partien Pandemic Legacy Season 1 habe ich doch das meiste gesehen und kann vieles abschätzen, vieles einschätzen. Und also wie gesagt, auch wenn ihr Pandemie nicht mögt oder das Spiel euch zum Hals raushängt, schaut es euch an, weil ich bin definitiv nicht der Einzige, der sagt Pandemie no, Pandemic Legacy yo. In diesem Sinne würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Bleibt uns treu und bei Fragen scheut euch nicht. Schreibt es in die Kommentare, nehmt Kontakt zu uns auf. Ich kann euch nur ermutigen und ich kann euch auch nur dazu ermutigen, schaut euch Pandemic Legacy an. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.